Einen wunderschönen guten Morgen und willkommen zurück zu Doraemon Story of Seasons. Und wir werden heute... Ich habe was gesehen. Und zwar... Wir wollten Geld verdienen. Genau. Käfer gesammelt haben wir in den letzten zwei Parts genug, denke ich mal. Wir haben jetzt einen sehr guten 5,5 Sterne oder 6. Nee, hier wollen wir falsch. Und zwar habe ich gesehen, dass wir... Das ist nur eine Ameise, ne? Dass wir... Nicht mehr... Dass es nicht mehr viel fehlt an Holz. Ups. Und... Um eine Hauserweiterung zu holen. Ja. Wir brauchen natürlich auch noch Geld und so weiter. Aber... Natürlich brauchen wir auch Mineralien noch, ne? Ist ja wohl klar, aber... Haben wir alle Bäume hier runtergenommen? Okay, wir gehen jetzt einmal nochmal... Ich will euch zeigen, was wir uns holen könnten. Aber uns fehlt... Geld ist natürlich leicht nachher zu holen. Wobei, wir nehmen mal die Angel noch, sicherheitshalber mit. Damit wir auf dem Rückweg nochmal angeln können. So, die brauchen wir jetzt nicht. Wir fällen jetzt ein paar Bäume. Wir brauchen verschiedenstes Holz. Denn, wann hat er heute offen? Ja, um 10 macht er offen. Wir brauchen sehr viel Holz. Von allen möglichen Holzsorten. Natürlich sollten wir nicht hier irgendwelche Bäume fällen, wo Pflanzen dran wachsen können, also Sachen dran wachsen können. Die möchte ich gerne schon stehen lassen. So. Käfer sind uns jetzt erstmal egal. Die Bäume hier am Rand kann man nicht fällen. Also die kann man ja gar nicht fällen. Die Bäume, die man schütteln kann, kann man überhaupt nicht fällen. Okay, gut, das wusste ich nicht. Aber das ist mal interessant. Bäume. Und da oben war kein Baum. Im Holzfällerwald werden wahrscheinlich gleich sehr viele sein. Da ist noch welche. Das sind wahrscheinlich alle diese mit diesem Symbol drauf, ne? Mit dieser Kerbe. Die fällen wir einfach mal alle. Baum geschnitten. Normales Holz. Okay, da. Und hier noch die beiden. Ne, die beiden können wir nicht, gar nicht schütteln. Okay. Gar nicht wegmachen. Aber hier sind noch Tannen. Ja, beruhigt die. Das ist noch nicht so schlimm. Machen wir jetzt mal kurz gleich ein Nickerchen. Wenn wir so... Man sieht ja auch nichts, ne? Man muss einfach die Bäume hier fällen. Komm. Schwarzbaum. Gut. Was hat unsere Ausdauer? 21. Würde jetzt einmal was sagen? Ja. Wie viel hast du denn noch? 5. Ja gut, dann machen wir kurz ein Nickerchen.
Wie viel hat es dir gebracht? Nicht wirklich viel. Okay, gut. So, wieder 35. Damit kriegen wir noch ein paar Bäume runter. Zum Holzfällerwald. Genau, hier wollte ich hin. Hier sind noch schöne große Bäume. Was haben wir denn da für eine Blume? Eine Iris. Komm, weg! Du Baum! So. 6. Wir legen uns nochmal hin. Bis 15 Uhr. Huch, was machst du denn hier? Ja, die beim Schlafen beobachtet. Wie schön die Lichtstrahlen durch die Baumkronen scheinen. Ja. Ich setze den hier am Ende, ja. Lichtstrahlen durch Baumkronenschein. Wie viel hast du denn jetzt noch? 5. Was ist denn los mit dir? Hat er heute nicht auf? Ah, macht er gleich auf, okay. Dann holen wir uns mal kurz eine Verstärkung, um irgendwie ein bisschen mehr Bäume farmen zu können. Mann, wir haben ja was zu essen. Wir können auch Mudo mal rauslassen, oder Mudo? Komm. Geh mal raus. Alter! Guckt euch mal diesen Falter an. Raja Brug. Hat sogar so einen bösen Namen. Das Ei lassen wir liegen, das holen wir uns später. Und so, genau, das wollte ich euch zeigen. Und zwar könnten wir uns das hier holen und wir brauchen jetzt nur noch, ich habe genug Holz jetzt gesammelt, wir brauchen nur noch Kupfer. Und ja, dann brauchen wir jetzt kein Holz mehr, dann sammeln wir jetzt Kupfer. Gut. Kupfer, Kupfer, Kupfer. Ja, gut, erstmal alles weg. Du kannst in den letzten Abschnitt rein. Alter. 207 mm groß. Die Spitzhacke brauchen wir. Und ich nehme noch gerne einen Auffroscher mit. Oder alle drei. Damit wir hier auch nochmal im Rückweg gleich nochmal alles gießen können, wenn wir zurück sind. Und ja, so können wir vielleicht so kriegen wir unsere Hauserweiterung vielleicht sogar noch heute zusammen. Das wäre so, wäre halt so schon nice, ne? Da haben wir ein größeres Gebäude und so, Ausdauer ist 5. Wir benutzen jetzt einen Auffroscher. Zack. Und jetzt hauen wir rein. Kupfer suchen. Einer. Gehen wir mal tiefer. Und auf. Eisen ist jetzt nicht unbedingt wichtig.
Tiefer will ich jetzt auch nicht, dann wäre das Kupfer nur seltener. Aber wir brauchen ja auch Gold eigentlich. Aber ich glaube, Gold können wir sowieso nicht mit abbauen. Auch wenn Gold eigentlich ein weiches Metall ist, ne? So. Auf. Ich denke, wir werden hier die ganze Ebene mal wegmachen. Einfach nur aus dem Grund, weil wir halt wirklich sehr viel brauchen. So, die letzten beiden Auffrosche möchte ich gerne für die Farm zum Gießen benutzen, weil ich möchte halt, wir müssen die gießen können. Und, ja. Gehen wir am nächsten Tag nochmal hierher. Weil Kupfererz möchte ich mir jetzt irgendwie unbedingt kaufen. Eisen, ja. So, wie viel Ausdauer haben wir denn? Nur 4, ja. Gut, gehen wir zum Eingang zurück und legen uns nochmal schlafen. Bis 22 Uhr. Und es ist spät. Und wir haben ja 34 Ausdauer. Gut. Weiter geht's. Die Ausdauer hauen wir noch weg. Wieso trägst du zu viel? Schmeiß doch den Müll weg. So. Trilobit. Och, ist das dein Ernst? Nicht hier lang. Jetzt mal hier runter, genau. So, Mudo muss leider rein, du hast hier draußen nichts mehr verloren, es ist spät. Du kannst hier gerne gleich. Wir holen gleich das Ei raus. So, erstmal alles weg. Gießkanne holen wir uns. Wir müssen jetzt erstmal alles gießen. Dürfen halt wirklich. Alter, das da. Muss ich jetzt leider benutzen. Wir haben leider nicht ewig Ausdauer. Und die Felder müssen leider bis zum nächsten Tag nochmal gegossen werden. Und ja. Gut. Dieses Feld noch. Rasen wächst schon mal. Sehr gut. Dauert ja alles eine Zeit lang hier, ne? 12 Tage war das. Und dann dürfen wir ernten. Wenn nicht wieder die Jahreszeit wechselt plötzlich. Oder einfach alles plötzlich wieder verdorrt. Und jedes Mal beim letzten Wasserschwenk ist immer die Gießkanne leer. Das ist irgendwie schon so einkalkuliert irgendwie, ne? Spitzhacke müssen wir noch behalten. Ich hole mal kurz eben noch das Ei raus. Ja, du solltest hier nicht kein Nickerchen machen. Ist okay. So. Spitzhacke werden wir noch brauchen. Was steht eigentlich am nächsten Tag an? Ich muss mal ganz kurz gucken.
Montag ist schon das Fest. Dann werden wir jetzt erstmal schlafen gehen. Sehr gut. Auffrosch alles nach. Ja, ich hätte es eigentlich noch benutzen können. Ne? Ich vergesse das jedes Mal. Ich vergesse das jedes Mal. Gut, wir gehen jetzt erstmal ins Mine, hauen auf 50% runter. Holen vorher noch Mudo aus dem Schuppen. Der schon wieder ein Ei gelegt hat. Mann, Mann, Mann. Eigentlich können wir die Eier auch verkaufen. Denk mal, die beste Idee. Das ist, denk mal, die beste Idee, ne? So, bis zu 50% hauen wir es runter. Und dann müssen wir auch wieder ja, wieder gießen. Käfer haben wir genug gefangen. Fürs Erste. Jetzt nochmal auf Käferjagd gehen möchte ich auch nicht. Wir haben sehr viel gesammelt. Und ja. Gut. Wir müssen ja leider ein bisschen sparen fürs Haus, ne? Tiefer geht jetzt nicht. Weil hier ist noch irgendwie schön viel Kupfererz irgendwie. So. Und mal gucken, wie lange es eigentlich dauert, bis die bis das Haus fertig gebaut ist, ne? Vergrößert wurde. So, zack, zack. Gut, 50% ist runter. Jetzt müssen wir leider gießen gehen. Wir haben nochmal 8 Kupfer geholt. Das ist schon wirklich gut. Würde ich sagen. Aber heute hat der Holzfäller, glaube ich, der Typ, der Schreiner, der Meister da, glaube ich, noch zu, ne? So, Eier nehme ich mal raus, Fossil nehme ich auch raus, weil die will ich nicht behalten. Das Müll, die Couch und das Bett. Und hier nochmal Fossilien und, ja, verkaufen wir mal. Öffnen wir mal die Kiste. Das kommt weg, 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 weg und weg. Mal gucken, wie viel das einbringt. Gießen, genau. So. Das Futter gegossen. Eigentlich könnten wir das Futter auch behalten, falls wir Tiere kaufen. Aber wir brauchen erstmal wirklich viel Geld und ich weiß nicht, ob ein Tier sich noch schon lohnt. So, die Sonnenblumen kommen auch langsam. Jetzt geht, mach doch beide. Ja, 20% hast du noch. Schaffst du schon. Oh, das ist doch... So, bevor ich sie jetzt wirklich... Ich habe nämlich irgendwie den Verdacht, dass ich das immer zu wenig mache. Dass eigentlich müsste es genau ausreichen. Bevor ich das jetzt mache, werde ich sie so wie sie ist, komplett auffüllen und dann reinlegen. Wir gehen jetzt noch... angeln. Weil Angeln kostet keine Ausdauer. Und hoffen, dass das genug Geld bringt. Denn am nächsten Tag ist ja schon das Turnier. Ja, das Käfersammelturnier. Käferrennen meine ich. Und dementsprechend möchte ich davor schon ein bisschen Geld einsammeln. Aber ich sehe schon, es ist schon 20.
Es ist schon 20 Minuten der Part. Hallo, machen wir. Ihr könnt schon abschalten. Ich werde jetzt nur noch angeln und dann gehe ich pennen für bis zum nächsten Tag und dann. Ja. Da ihr verpasst jetzt nicht mehr viel, Leute. Ich werde jetzt nur noch angeln. Wenn ihr Bock dabei, wenn ihr Bock noch dabei zu sein, wenn ihr noch Bock habt, dann könnt ihr gerne machen. Aber. Naja, man weiß ja nie, was wir angeln, ne? Bist du denn Reisfisch? Okay. Dann angeln wir einfach weiter. Und ja. Na, wie gesagt, ihr könnt abschalten. Ich werde jetzt nur noch angeln gehen. Ich verlasse auch das Gebiet hier nicht mehr. Ich angle nur noch an dieser Stelle. Wenn da was kommt. Ah, da kommt ein Fisch. Ist ja auch die Sommerzeit, ne? Da kommen ja auch wieder verschiedene Fische. Was bist du denn, Alter? Ein Goldfisch. Okay, nice. Ob er auch so viel Geld einbringt, wie er klingt. Werden wir ja sehen. Aber das sehen wir den nächsten Part, wenn das Geld abgerechnet wird. Ja, komm. Stör mich nicht beim Angeln, ich schwör's dir. Verzieh dich, Sklaventreiber. Na, komm jetzt. Da angeln wir auf die andere Seite. Und ich sehe schon gerade, jetzt wollte gerade ein Fisch kommen. Genau jetzt in dem Moment. Ach, verdammt. Na, mal gucken. Ein Stück Holz. Ja, immerhin, immerhin. Immerhin Holz. Diep, 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 diep. Na, komm, komm, komm. Und was bist du? Du bist ein Karpfen. Korb, Korb? dann angeln wir mal oben bei unserer Wasserstelle. Ist ja interessant, ob man da angeln gehen kann. Eigentlich müsste es ja gehen, ne? Angeln wir mal. Da bin ich gespannt, was wir da rausziehen. Vielleicht so Kois. Wäre cool. Und würde viel Geld einbringen. Na komm. Ich habe noch nie geangelt. Dementsprechend Müll dürftet ihr das gar nicht kennen. Ah, da kommt ein kleiner Fisch. Eine Karausche. Okay, gut. Dann angeln wir einmal noch und dann werden wir den Part beenden, Leute. Upsala. Hau ich gegen Mikrofon noch, ne? Ja, komm, komm, komm. Fisch, Fisch, Fisch. Ihr müsst anfeuern, dann kommt er. Ein richtig großer. Ein Hecht. Ein Hai. Ein Riesenkraken. Bin ja gespannt, was man wirklich so alles so fangen kann. Aber dann wahrscheinlich so die ganz großen Fische dann wahrscheinlich am Meer, ne? So, komm. Einmal noch anbeißen. Da kommt was. Okay. Und es ist ein Krebs. Okay, gut. Sah zwar nicht so aus, was die Silhouette daher gab, aber naja, gut. Ich werde jetzt die Fische abgeben.
So, abliefern. Goldfisch rein. Der Karpfen. Die Karausche. Und den Krebs. Dann werde ich jetzt hier noch Nickerchen machen bis um 17 Uhr. Und dann werden wir warten. Und dann werden wir sehen, wie viel Geld wir bekommen. Na gut, eigentlich können wir noch ein Nickerchen bis 18 Uhr machen. Weil dann holt es auch gleich direkt. Und wir sehen jetzt instant, was wir, wie viel Geld wir bekommen haben. Und wir haben mit den Fischen 4000 Gold. Wow, what the fuck. So viel Geld beisammen gekriegt. Aber Leute, habe ich Mudo schon reingeholt? Das darf ich nicht vergessen. Du siehst toll aus, Mudo. Genau. Und lange müssen wir das Futter wieder auffüllen. So, aber das war's für heute. Im nächsten Part werden wir das Käfer am Käferrennen teilnehmen. Zumindest sagt das der Kalender. Nee, noch nicht, am Montag erst. Aber das werden wir schon im nächsten Part machen, definitiv. Und vorher werden wir noch einen Auftrag geben und hoffen, dass wir genug Mineralien haben für das Vergrößern der Farm, des Farmhauses. Und gut, das war's. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss. Ach ja, und die Rucksackvergrößerung steht auch noch an. Tschüss.